Na gut, dann halt nicht. Gehen wir hier hin? Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Gut, das ist nice, denn das bedeutet, dass wir hier in diesem kleinen Bereich bleiben müssen, bis wir gepackt haben. Das heißt, es gibt der Möglichkeiten gar nicht so viele. Okay, das ist es nicht. Proviant, check. Proviant, check. Eine für sofort und eine für unterwegs. Gut. Den die Krivelzong. Seitenschneider, warum auch immer, check. Warum auch immer, check. Hey. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Ist auch die Idee, hoppla. Mit Wasabi-Nüssen fängt man Zahnbürsten. Das hab ich schon immer gewusst. Ich muss aufhören, ständig das Rad zu drehen, dann kommt das Inventar runter. Jetzt muss ich das Rad drehen. Hier gibt es nichts mehr zu fangen. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Ja, dann pack's halt in die dunkle Ecke, wenn dir das lieber ist. Put, 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 komm zu Papa. Ha, hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Ich frage mich, wie der so weiße Zähne haben kann, weil diesen ganzen Dreck und Schmodder, wenn ich mir diese Zahnbürste so angucke, oh, die sieht echt schlecht gelaunt aus. So, okay, wir kommen hier nicht raus, wir kommen hier nicht weg. Was wohl bedeutet, dass ich irgendwo noch eine Socke versteckt. Da haben wir geguckt, hier haben wir geguckt, da haben wir geguckt. An dem Sofa ist ja nun nichts mehr. Das haben wir auch. Hier haben wir die dunkle Ecke, haben wir jetzt damit erledigt. So, dann sag mir jetzt mal einer bitte, wo hier die fehlende Socke ist. Boah, was für eine Plörre. Das ist es jetzt nicht. Ich kann natürlich auch einfach mal dreist probieren. Zahnbürste, check. Die Socke alleine da reinzupacken und sagen, oh, da haben wir halt nur eine Socke. Ich sollte erst das passende Gegenstück zu dieser Socke finden. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Na gut, na gut. Dann halt doch, okay. Das ist nicht. Das Fernrohr wollte auch nicht mitnehmen. Das haben wir ja schon probiert. Das ist nicht. Das ist die Truhe, die er nicht öffnen will, weil er sich sonst traurig kommt. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Oh. Schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Oder wenn ich es überlebe und mit gebrochenen Beinen ans Bett gefesselt bin. Das Kissen haben wir übersehen. Na, dann ist ja wohl klar, wo da die Socke ist, oder? Nanu, na, guck. Da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. So, dann haust du die Socke rein und dann hast du hier... Oh, die hat er sogar richtig schön zusammengestrumpft. Socken, check. Hm, ich scheine so alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Ja, gut, dann gehen wir die ganze Sache mal mit Logik an. Also wir wollen nach Deponia. Da leben Menschen und wo Menschen leben, gibt es Zahnbürsten. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Achso, okay. Und es gibt aber da, wo Deponia, da leben auch Leute mit Socken. Da kriegt man bestimmt auch Socken her. Brauchen so viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Die Reise ist ja kurz, also ja, auch wieder nicht weg. Kannst du so drücken, was du willst. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Jetzt passt es. Gut. Wo wir hingehen, brauchen wir auch keine Straßen. So. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Herufus, spalte die Kraft.
Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Ja, lass ich hier, das haben wir doch alles geplant. Also wir sehen, hier ist eine Kapsel. Da ist eine Kette, die hängt irgendwie hier dran. Ich frage mich, warum die Kette hier dran hängt und gar nicht da. Alles egal, hier hat er einen riesen Pümpel mit Raketen. Okay. Der treue Wenzel. Wie wird er wohl ohne mich zurechtkommen? Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Na, immer noch im Niemandsland gefangen? Selber schuld, du Trottel. Irgend sowas. Ja, wir reden erst nochmal mit dem guten Kerl, denn immer erst mal reden. Wenn's was zu reden gibt. Gibt's nicht, okay. Wir müssen erstmal hochgehen. Hey, Wenzel. Jetzt. Was gibt es? So, schon ein Zeichen vom Organon. Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Hm. Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. So ein bisschen Storytelling hier, so ein bisschen was erfahren über Elysium. Was ist Elysium überhaupt? Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Kenn ich. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Du bist sicher traurig, dass du nicht mitkannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Ja. Gott. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. So, ich kann jetzt hier nochmal genau nachfragen. Der Koffer passt nicht in die Kapsel oder was passiert, wenn... ich alles verstaut habe. Das ist bei so Point-and-Click-Spielen immer die Gesprächsfunktion, wenn man irgendwann völlig den Faden verloren hat und gar nicht mehr weiß, was man eigentlich machen muss. Gibt es immer irgendeinen, der mir ganz kleine Tipps gibt, was man noch machen könnte? Keine Probleme. Wieso? Natürlich. Aber wir sind ja Rufus. Wie komme ich bloß darauf? Wir können das alles selbst. Ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Easy, mein Lieber, easy. Sollen wir als erstes mal hier... Der Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Genau. Die Kapsel auf, wollte ich sagen. Und jetzt schicken wir erstmal, was haben wir denn hier? Ah, das Nebel, das Sitz. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. So, ja. So, und wohin jetzt damit? Genau, der weiß nicht wohin, mit dem Koffer. Da ist kein Platz. Das Staufach ist zu.
Mist, die Batterie besetzt das Staufach. Ja, also wir sehen schon, das klappt alles noch nicht. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Ja. Oh, mein treuer Schraubenschlüssel. Warum stand der eigentlich nicht auf der Liste? Ach, egal. Vergessen, das Zeug anzugucken. Immer erst alles angucken. Da könnte ein entsprechender, wichtiger Hinweis kommen. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Quick, quick. Ja. So. Der Koffer passt jetzt natürlich immer noch nicht hin. Das ist klar. Das ist logisch. Das ist aber auch überhaupt kein Problem, wenn man sich auskennt und weiß, dass alles zwei Seiten hat. Bom. Bom. Hier unten kocht immer noch die Wäsche über. So, jetzt können wir natürlich auch hier hinten raus. Da ist Honig. Ja, grüß Honig. Er versperrt mir den Weg ins Dorfzentrum. Halb so wild. Ich muss eh in die andere Richtung. Hallo, Honig. Hi. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja. Es gab einen Einsturz in Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Alles klar. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Was denn für Probleme? Ich weiß genau, was ich tue. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ach so. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Ich verstehe diesen Kram dieser Kette einfach noch nicht. Hätten wir das Ganze nicht ohne Kette... Gut, ist vielleicht mit den Raketen natürlich... Hat er den Abstand zu den Raketen gebraucht? Oder warum ist diese Kette so scheiß lang? Na, er wird schon wissen, was er tut. Aber irgendwie passt mein Koffer nicht mehr in die Kapsel. Passt mein Koffer nicht mehr in die Kapsel. Hast du etwa vergessen, ein Staufach einzubauen? Ich sehe schon, dein Plan ist wasserdicht. Ich krieg das schon hin. Sicher. Sicher ist das sicher. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Gut, also der kann uns gar nichts. Ein sattelförmiger Kasten, der Klassiker. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Warum ist in dieser Welt, die nur aus Müll besteht, immer alles festgeschraubt? So, Toni, da ist doch eine Chilischote. Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Autsch, heiß! Ja. Ist im Englischen mit Hot, glaube ich, im Gesamten irgendwie witziger. Aber ich weiß es nicht. Sorry, aber ich stehe auf diesen Sound. Das ist fast so gut. Das ist die zweitbeste Hupe der Welt nach der Hupe von Seven Days to Die. Okay, gehen wir wieder. So, wir haben einen Postkasten.
Den brauchen wir hier natürlich nicht mehr, denn wenn wir Deponia verlassen haben, muss uns auch keiner mehr schreiben hier unten, also. Was soll's. Jetzt besteht natürlich die Möglichkeit, dass dieser Postkasten rein zufällig wahnsinnig gut da drauf passt. Ha, passt. Weiß nicht, ob man den festschrauben muss. Das sitzt auch so schon fest genug. Okay, dann können wir aber da so. Eventuell... Und nun? So, jetzt passt da auf jeden Fall der Koffer da unten rein. Geht doch. So, hat ja alles eine gewisse Logik. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Irgendwie habe ich das, ich weiß nicht, kommt mir das so gerade so vor, aber hier so zwei Augen, sieht ein bisschen aus wie so eine Kuh. So, ach so, kalibrieren sollen wir noch etwas. Das ist dann wohl da. So, ja. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. So, es gibt bei den Deponia-Spielen immer so kleine Minispiele zwischendurch, was ich mega feier bei Deponia. Weil ich bin ein Freund von Minispielen. Also der da muss da hin. Und wir haben hier, wenn ich das mal so demonstrieren darf, ich nehme mal den da, zack, zack. Immer so Sprünge wie beim Schach der Springer eben. So. Und genau diese beiden Richtungen, die uns gefühlt extremst gut helfen würden, weil wir ja nach links oben müssen. Ne, links oben sind versperrt. Aber Rufus sagt ja schon, wer braucht die schon. Also gucken wir, wie wir stattdessen hinkommen. Es gibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, wie man auf den hier kommen kann. Und das ist durch diesen hier. Das heißt, wir müssen den dahin kriegen. Dahin kommen wir aber aktuell auch nicht, weil das auch gesperrt ist. Dahin kommen wir also von da, wo wir sind, nicht. Das heißt, es gibt nur die Möglichkeit, dorthin zu kommen, wenn wir von hier kommen. So, und hier kommen wir jetzt wie hin? Kann ich so? So kann ich... So kann ich ja nicht. Also muss ich hier von oben auch wieder kommen. Also muss ich auch hier von da kommen. Wir merken uns mal dieses Kästchen hier oben. Achso, das geht ja gar nicht. Das ist ja schon unten. Geht ja nur da. Das ist natürlich auch nicht so weit. Da drüben. Ne, da brauche ich den ich nicht habe. Ich kann... So, genau. Jetzt haben wir gesagt, wir müssen von hier aus, kommen wir nur von hier hin. Also müssen wir zweimal diesen gehen. Und einmal diesen. So. Na wunderbar. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. So. Das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Da. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh.
Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Ja. Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ich gehe doch mal sehen. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Gut, okay. Sehe ich da eine Träne? Nein. Na, kommt bestimmt noch. Okay, gut. Dann... Dann was nun? Dann haben wir hier eine Lunze. Das wird ein spektakulärer Abgang.